Guten Morgen, mein Name ist Michael Köllisch. Wir sind von der Braunschweiger Friedensbewegung und wollten uns nochmal zu wichtigen Themen zu Wort melden. Falls hier überhaupt jemand zuhört, dann kann ich den schon mal wieder mit dem gleichen langweilen wie letzte Woche. Was ich aber so unheimlich wichtig finde, das ist nämlich, dass die Rüstungsausgaben der NATO nach den Zahlen des schwedischen Friedensforschungsinstitutes SIPRI von 2017 eben, dass die Kriegsausgaben der NATO 900 Milliarden US-Dollar belaufen. Also es ist kein Versprecher, Milliarde, 1000 Millionen, ist klar. Also 900 Milliarden gibt die NATO 2017 für Rüstung aus. Und da denkt man, oh je, wir sollen jetzt unsere Rüstungsausgaben auf das Doppelte, nämlich auf 2% unseres Bruttoinlandsproduktes erhöhen. Oh, wow, wie viel macht denn Russland dann wohl für Rüstung ausgeben? Tja, Russland gibt gerade mal 2017 66 Milliarden aus. Immer noch viel zu viel. 2018 übrigens scheinbar nur noch 44 Milliarden. Und wir aber 900, wir die NATO. Und jetzt sollen wir auch noch unseren Kriegshaushalt erhöhen. Das ist doch völlig verrückt. Das kann doch nicht sein, wo wir 2017 schon das 13,5-fache dafür aufgewendet haben. Wenn Sie hier die Sonnenstraße runtergehen, dann sehen Sie Spurrillen, wo man immer Angst hat, dass die Autos drin verschwinden, die Schulen vergammeln. Wir hatten ein Jahr Ausgaben, unsere Rentner laufen hier auf dem Kohlmarkt rum und holen die Pfandflaschen aus den Papierkörben. Da muss man sich doch ernsthaft überlegen, ob man bei einer 13,5-fachen Übermacht dann auch noch diese Ausgaben erhöhen soll. Im Gegenteil, man muss sie streichen und dafür treten wir ein. Ja, Michael, ich möchte den gleich mal übernehmen. Ich bin der Reinhard Schmidt, Konstrukteur im Ruhestand. Und da Michael hat sicherlich recht mit seinen Zahlen, ist es aber so, dass die 66 Milliarden, wenn sie heute bewertet werden würden, auch viel geringer sein würden, weil der Wechselkurs ein anderer ist. Und gut, es gibt ja im Grunde genommen sechs Leute, die besitzen so viel wie die Hälfte, die unterbezahlte Hälfte der Welt. Aber um jetzt mal den Unterschied oder eine Größenordnung mal ausweisen zu können, was so eine Milliarde ist, habe ich wieder mal mein Band mal mitgebracht. Und ich habe da festgelegt, dass hier 10 Zentimeter eine Milliarde betragen sollte und dann würden 15 Zentimeter das Kindergeld sein für ausländische Kinder, für Leute, die hier beschäftigt sind und was jetzt Medien hoch und runter geschrieben worden ist, würden 6 Millimeter hiervon dann das Kindergeld sein von Kindern, die im Ausland wohnen. Übrigens 3,3 Zentimeter, das wäre dann die Dürrehilfe für die Bauern. Ihr könnt euch sicherlich noch daran erinnern, dass wir dieses Jahr eine richtig große Dürre hatten. Und jetzt will ich es mal ausziehen auf unsere Ausgaben, der Michael hilft mir dabei. Und zwar gehen wir mal auf 3,80 Meter. So, da sind wir jetzt auch. Das ist der Rüstungshaushalt, den wir letztes Jahr hatten. Und jetzt ziehen wir noch mal weiter auf 4,30 Meter. Oh, nicht so weit. Das ist dann der Rüstungshaushalt, so wie wir jetzt beschlossen haben. Wir sind da noch lange nicht bei den 2%, weil da müssen wir noch ein bisschen weiter gehen. Wenn wir auf 2% Rüstungsausgaben gehen, dann sind wir hier bei 7 Meter und ein bisschen. Ja, und das ist nur jetzt geplant. Wir müssten wahrscheinlich noch viel weiter gehen, wenn wir das Bruttosozialprodukt von der Zeit nehmen, die dann in dem Moment aktuell ist, wenn wir die 2% erreicht haben. Schönen Dank fürs Zuhören. Hallo, mein Name ist Helmut Kiss, ich bin Hausarzt im Ruhestand und möchte auch etwas über die Völkerrechtsverletzungen sagen, die die Bundesregierung gemacht hat.
Wir haben schwere Völkerrechtsverletzungen begangen. Eigentlich hätte der Schröder und die Merkel gehörten ins Gefängnis, mindestens 10 Jahre, weil sie einen völkerrechtswidrigen Angriff gemacht haben. Sie haben völkerrechtswidrig zum Beispiel jetzt in Syrien an dem Angriff teilgenommen, der USA auf Syrien, und haben, indem sie ihre Aufklärungsflugzeuge dort mit, ja, sozusagen gebracht haben. Und diese Aufklärungsflugzeuge sind eben eine Kriegshandlung. Und von daher ist das ein Angriffskrieg. Und ein Angriffskrieg ist laut Völkerrecht zu verurteilen, ist also das schlimmste Verbrechen, was es gibt auf dieser Welt, sozusagen sind Kriege. Und von daher ist das ein schweres Verbrechen. Seinerzeit war es ja noch eindeutiger, sozusagen, da war es offensichtlicher, als Jugoslawien angegriffen wurde und Deutschland hat da mitgemacht und hat eben sozusagen mit fadenscheinigen Begründungen diesen Krieg mitgemacht, der eben eindeutig völkerrechtswidrig war. Von daher war das eine schlimme Sache. Die andere Geschichte ist, dass wir den Drohnenmorden von deutschem Boden aus zusehen. Die Amerikaner führen von deutschem Boden aus Ramstein, ist sozusagen die Zentrale, da machen sie eben lauter Morde, 2000 Morde pro Jahr ungefähr oder 3000 oder sowas, und terrorisieren damit die ganze Welt. Und ja, seinerzeit die Bücheldemonstration, also die Atomwaffen in Büchel werden auch noch von Deutschen geübt, sozusagen in irgendwelche russischen Ziele zu tragen. Das ist auch eine völkerrechtswidrige und jedenfalls eine schlimme Sache, die läuft. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich fühle mich immer schlechter von unserer repräsentativen Demokratie repräsentiert. Das Repräsentative, so wie es scheint, eher ein Schutz vor zu viel Demokratie als wirklich die Demokratie in ihrer Essenz selber, führt ja dazu, dass wir Abgeordnete wählen, die, wir geben unsere Stimme ab für die und dann ist unsere Stimme weg sozusagen, und die Abgeordneten, die machen dann damit, was sie wollen, was ihnen ihr Gewissen sagt oder vielleicht auch, was ihnen tolle Einladungen auf tolle Reisen von ihrem Lobbyisten nahelegen. Man weiß es nicht, oder vielleicht doch. Es wäre also so ganz sinnvoll, etwas mehr direkte Demokratie einzuführen. Und es gibt dazu ein gutes Instrument, wie ich finde, das auch wirklich Laune macht. Das ist die Democracy App. Die kriegt man unter www.democracy-deutschland.de. Das ist so eine App fürs Smartphone und die zeigt so alle kommenden Bundestagsabstimmungen und auch die Bundestagsdrucksachen, die da so sind, wer das beantragt hat und mit welchen Argumenten und so, was die Ausschüsse dazu meinen. Und dann kann man so aus Spaß abstimmen. Und da stimmen dann immer so 2000 Leute, wenn es hochkommt, ab. Manchmal sind es auch nur 200. Und wenn so die Frage ist, ja, sollten wir unsere Soldaten nach Mali schicken, um dort die Leute totzuschießen, dann sind die meisten dagegen, weil hier hat ja noch nie jemand irgendeinen malischen Soldaten gesehen, der uns irgendwie angegriffen hätte. Wenn da jetzt 2000 Leute dran teilnehmen, das ist natürlich nicht besonders wirksam, aber wenn jetzt mehr Leute dran teilnehmen würden, zum Beispiel 20 Millionen oder vielleicht 60 Millionen, also jedenfalls viele abstimmen würden, dann wäre das vielleicht schon eine ganz andere Orientierungshilfe für unseren Bundestag. Also, gucken Sie doch einfach spaßeshalber mal nach. Dieses Abstimmen macht echt Spaß. www.democracy-deutschland.de. Es gab, oder ich habe mehrere Artikel so gesammelt, die über die Zeit so aufgelaufen waren. Und zwar würde ich es noch mal erzählen, das ist das Pfeifen der deutschen Politiker oder der Sieg ist Zug der Verblödung. Da in diesem Artikel wird thematisiert, dass es viele
Politiker gibt in höchsten Positionen, die überhaupt keine Berufserfahrung hätten. Mit der Berufserfahrung, die hier angegeben wird, da kommt, würde man bei keinem Personaler eine Anstellung in irgendeinem Betrieb bekommen, weil es wird sich darauf rausgeredet, dass man mal irgendwann Assistent war und dann als Künstler jetzt betitelt wird, oder es fehlen gänzliche Weiterbildungen. Es gibt Leute, die sind Außenminister geworden und hatten nur einen Taxischein und haben sich dann entsprechend Learning by Doing durchgearbeitet. Aber was dabei rausgekommen ist, das sieht man ja im Moment, der Frieden ist nicht gerade sicherer geworden. Wir haben auch durch die Konfrontationspolitik Aufrüstung bekommen. Im Rückblick kann man sagen, Deutschland ist jetzt Frontstaat und Brückenkopf. Seitdem 2014 von den USA initiierten Putsch in der Ukraine. Und es besteht halt Kriegsgefahr in Europa auch dadurch, dass jetzt der INF-Vertrag gekündigt werden soll. Und da wird immer irgendwas gesprochen, der andere hätte irgendwas falsch gemacht oder hätte irgendwas verletzt von den USA aus behauptet. Aber es gibt da keine Beweise, die werden einfach nicht vorgelegt. Genau wie im Kriegsfall England kann man keine Beweise erwarten. Im Gegenteil, da gibt es einen Think Tank, der gerade jetzt was Großbritannien betrifft, der 2015 schon durchgespielt hat, was man alles machen muss, um Russland zu diskreditieren. Wenn man nur erstmal einen Grund hätte. Und mit Skripal ist vielleicht einer erschaffen worden. Vielleicht ist er wirklich passiert. Man weiß es nicht. Auf keinen Fall kriegt man wieder irgendeinen Beweis vorgelegt. Es sind alles nur Vermutungen. Es heißt highly likely. Ja, und dann haben wir schon wieder, der Billy Wilmer hat sich geäußert. Und zwar sagt er, Alarmstufe Rot, Taiwan wird aus der Konfliktkiste gezogen, weil anlässlich der jüngsten Vorfälle in Syrien die aufgeheizte Stimmung nicht ausgereicht hat, um als Initialzündung zu dienen, war vor einer Woche Taiwan wieder mal nach vorne gebracht. Und man sieht raus auch die hervorgerufene Krise vor der Krim zeugt davon, dass das keine Ruhe geben wird. Es scheint so, als ob wirklich bald eine militärische Auseinandersetzung droht. Schönen Dank. Ja, ich habe eins zu sagen. Es wird ja eine ganze große Menge für Waffen ausgegeben. Wenn man dagegen in die Gesundheitskasse guckt und das ganze Gesundheitssystem, das ist schon sehr, sehr krank geworden. Ich kann da ein Beispiel sagen. Ich zum Beispiel hatte meinen Fuß gebrochen, bin ins Krankenhaus, 11 Stunden Wartezeit. Wenn es eingegipst ist, wird man wieder entlassen. Geht gar nicht anders als mit dem Taxi, wenn man mitten in der Nacht um 2 entlassen wird. Und man hat eben dadurch, dass die Fallpauschale es nicht mehr erlaubt, dass man im Krankenhaus gepflegt wird, muss man zusehen, wie die Verwandtschaft zu Hause damit klarkommt. Zu Ärzten muss man natürlich auch wieder mit dem Taxi. Das geht gar nicht mit dem gebrochenen Bein, dass man da durch die Gegend rennt. Und für mich von auswärts sind an Fahrtkosten wohl so rund 400 Euro zusammengekommen. Es fehlen noch ein paar Rechnungen, die ich kriege. Und über 100 Euro, fast 200 Euro für den Pflegedienst, da ich zu Hause keinen hatte, der das macht. Nun bin ich mit Rechtsanwalt und allen im Gange, um das wiederzukriegen, aber die Sachen sind gesetzlich. Was hat sich das Gesundheitsministerium da einfallen lassen? Wird hier für kranke Leute gar nicht mehr gesorgt? Die Taxifirmen, die haben ihre Rechnungen nicht bezahlt gekriegt, die sie auf Beförderungsschein hatten. Und auf einmal kriege ich die Rechnung davon. Was ist das für ein System geworden? Von Gesundheitssystem kann man da nicht mehr reden.
Und im Grunde, wer sich das Bein bricht, ins Krankenhaus kommt und nicht genug Geld hat, der steht schon mit einem Bein im Knast. Denn jetzt kam schon die erste Drohung wegen Gerichtsverfahren, weil ich das Taxi nicht bezahlen kann, wo ich einen Beförderungsschein für hatte. Aber für Waffen, da haben sie Geld. Dann machen wir heute einen vorläufigen Schlusspunkt, weil wir heute an einer Baumfeld-Demonstration Jasperlee teilnehmen wollen. Also von daher werden wir gleich losmarschieren und losgehen. Und ja, mein Name ist Helmut Kess, Hausarzt im Ruhestand. Wir vertagen die Geschichte wieder bis auf nächsten Samstag. Nächsten Samstag sind wir wieder hier. Alte Stelle, alte und gute. Okay, danke, tschüss.